oftmals einfacher, als es, ja, als es, jetzt fehlen mir die Worte, als anzugreifen. Ich mach grad einen Wheelie. Und ihr seht schon, hier auch unter den Wagen gibt es große Unterschiede, nämlich mein Müllwagen ist auch wirklich langsam. Richtig. Nee, das sehen die nicht. Weil sie ja zumindest meine nicht. Ja, verdammt, ich bin halt ein bisschen spät dran. Wusstet ihr, dass wir die gleichen Kacknoobs wie gerade haben? Nein. Echt nicht? Ja, echt nicht. Stimmt, der Silbertyp ist anders. Dafür hat er eine orange Waffe, wo wir immer nicht wissen, was das heißt. Genau, wenn ihr das Spiel auch spielt und wisst, was orangene Waffen heißen, dann sag mal, was das heißt. Genau, poste es in die Kommentare. Ja, oder... Das ist keine Bitte. Denn was auf jeden Fall nicht stimmt, ist, dass es nicht tödliche Waffen sind, weil es auch manchmal Waffen sind, die man selber schon benutzt hat, von denen man weiß, dass sie eben... Hier, Moment, Moment, sowas. Und ich glaube nicht, dass ein Kolbi nicht tödlich ist. Das macht irgendwie keinen Sinn. Und... Die müssen ein Auto ablegen. Wieso auf freier Straße? Das macht so... Oh. Ich halte jetzt einfach jedes Auto an, was hier vorbeikommt. Jan, Vorsicht. Nein, der Müllwagen packt es nicht. Nein! Seht ihr, so schlecht bin ich gar nicht. Ich habe aber eine Unterstützung. Stecke ein. Steig dabei. Nein, Alter, was ist das für ein Auto? Krach-Bump-Enter. Ah. Das ist auch so ein Typ, der in der 5. Klasse noch Wien gemacht hat. Ja, wenn er mit dem Fahrrad zur Schule gefahren ist. Ich mach's immer noch. Ja, ich weiß. Darüber wollten wir aber jetzt nicht reden. Ich mach das auch immer voll, wenn ich ein Feuerzeug benutze. Wie bei SpongeBob. So sieht's aus und nicht anders. Ja, der kommt übrigens, ich bin direkt neben dem. Das ist genauso wie Pikachu sagen, wenn man etwas in die Steckdose steckt. Ich bin voll der Noob. Das ist uns neu. Oh nein, er hat das auch repariert. Ja. Boah, Jan, kauf dir meinen Raketenwerfer. Ah. Raketenwerfer, nicht ratatatatat. Das ist übrigens der Premium-Noob. Wie ihr seht. Übrigens, das Spiel ist international. Muss ich auch mal erwähnen. Ja, deshalb gibt es natürlich auch französische Premium-Noobs. Vorgestern hatten wir doch einen französischen Premium-Noob, der gehackt hat. Also Wallhack. Nichts Neues bei Franzosen. Und der andere war Russe. Nein, obwohl wir dürfen ja nicht rassistische Äußerungen machen. Doch, dürfen wir, das mache ich in meinen Let's Plays andauernd. Ja. Ich habe dazu aufgerufen, wollte ich nochmal lynchen? Ach so, alle Helden. Bist du denn sicher, dass du noch französische Fans hast? Ich glaube, ich habe sogar einen Abonnenten aus Frankreich. Aber der hat mich deabonniert nach irgendwie einer 2 Wochen oder so, weil ich nicht so sicher hatte. Hast du dich gehatet? Nein, ich habe noch nie einen Hater-Kommentar gekriegt. Laber, ja, ich schon. Deine Stimme ist zu leise, mach mal lauter. Vor der Hater-Kommentar. Nein. Müssen wir zuerst zu E, ne? Alter, die machen so viel Schaden, das ist unglaublich. Ja, die sind halt zu zweit. Lass mal das Trick wechseln. Nein, ich möchte erstmal bei Grism auf Stufe 10 kommen, dann können wir das Trick. Ne, dann müssen wir nämlich wirklich District wechseln, weil dann bin ich auf Stufe 10 und ich habe keinen anderen Kacknoob mehr. Doch, dann schaltest du mal bei. Nein, ich glaube nicht. Doch, du schaltest den Fall, wenn du Grism machst. Echt? Ja, ja, aber ich glaube, das ist auch ein Waterfront. Von daher macht es keinen Unterschied. Nein. Echt nicht? Du hast einmal, warte, ich guck gleich, wie die heißt. Ich förder mal Verstärkung an. Irgendwie. So, bisschen. Ich wieder Prestige-Level. Oh, nee. Wir haben sogar so ein Alexa-Ding bekommen. Alexa? Alexa. Was ist Alexa? Ein Pokémon. Ach, was ist das Ding da in unserer Gruppe? Jo. Ich kenne seit 5 Jahren Alexa. Oh Gott, hoffentlich ist die keiner von unseren Abonnenten. Das Ding da. Ach, klar. Wie hoch ist bitte die Wahrscheinlichkeit? 1 zu... Ah!
Ja, wie viele Abonnenten habt ihr? Ich hab nur naja, 20 weniger als Arne. Die Wahrscheinlichkeit ist ja trotzdem dadurch nicht höher. Und Arne hat nur 70. So 120 79, weniger. Wenn ich bitten darf. Boah. Dann hat er, ja. Dann hat er 90 weniger als du, oder? Du hast 180? Spider-Man! Ich weiß es nicht. Ich bin Batman! Bist du nicht. Denke ich. Zumindest kann ich es nicht beweisen. Ja, guck. Weil du ein Kacknoob so. Bist. Ah, ich habe auch Momente gekriegt. Nein! Okay, was kann ich eigentlich? Arne, du bist im Moment unser bester Typ. Jetzt nicht mehr. Doch, du hast die meisten Kills. Stimmt. Ey, wieso seid ihr... Haha, ich hab Krimtech gekillt. Einfach weil ich's jetzt kann. Jetzt ist gerade gar keiner von uns richtig scheiße, sonst könnten wir wieder sagen, was könnt ihr eigentlich? Doch, ich bin richtig scheiße. Naja, aber du hast dafür ein wenig Tod. Da. Okay, wir könnten Alexa... Will die mich verarschen? Ja, aber die hört uns ja nicht. Ist aber ein Premium. Ja, wie kann man denn so fuck? Boah, seid ihr schlecht, ey. Jetzt ist die Situation, wo ich wieder gerne meine Autosniper hätte. So eine Fake-Sniper. Ja. Ihr kennt das ja, wie bei billig Call of Duty. Rote Circle of Doom. Push down ist on! Ja, lass mal hinterher. Gleich nach da. Mal gucken, wie weit ich eine Granate werfen kann. Lol, der ist bei uns. Oder nein? Nein, das sind 5. Aber ist noch nicht voll. Ja, gleich. Nach der Mission. Kaufhaus! Ah ne, wir haben Alexa. Ficken. Außerdem ist das kein Kaufhaus, sondern ein Parkhaus. Parkhaus, richtig. Halt mal an, Jan. Damit wir das mal geklärt hätten. Lol. Ja, dann musst du aber auch nicht 10 Meter wegfahren wieder. Das war nur, um diesen coolen Drift hier zu machen. Ah, habe ich hier einen Assist gekriegt? Wir haben alle einen Assist. Ja. Oh mein Gott, nein. Jetzt helfe ich mal hier in Alexa. Oh, sie braucht keine Hilfe. Wieso ist meine... Jetzt wieder auf 1 gefallen. Darin habe ich jetzt den an. Die auf 2 gefallen. Alter. Moment, ich versuch die jetzt. Du! Das Schild vor was? Vor den Typen, der da auf dich geschossen hat. Ach, du meinst den Typen, der auf mich geschossen hat. Der hat übrigens einen Granatwerfer. Ah! Und der hat eine Shotgun. Granate! Werfer auch. Hauptsache, er hat Pokémon-Musik verliert. Was hat er für Musik? Er hat Pokémon-Musik, so wenn so ein Kampf anfängt von der roten Edition. So, da habe ich den. Lol, und ich habe eine Verstärkung bekommen. Unterstützung heißt das. Hast du eigentlich überlebt? Oder? Ja, ich stehe hinter dir. Wow. So. Hast du den? Nein. Ja. LOL! Nice! Oh mein erster Kill! Oh mein Gott! Ich versteck mich mal im Auto, bis ich hier nicht mehr rot bin. Boah, ich snipe von da hinten. Dann lass mal nach der Mission den hinterher joinen. Und dann muss ich auch ganz kurz für 5 Minuten, können wir kurz Pause machen. Dann können wir weitermachen. Tag! Ah, das gibt's auch nicht! Wieso musst du immer wirklich beim letzten Schuss in meine Schießlarin hier reinspringen? Wieso bewegst du dich immer dahin, wo dein Teammate ist? Da kommt jetzt doch mit Absicht. Nein! Hinten, Arne! Hat gar nicht mehr. Keine. Nice! Mich gerade. Nein, zum Glück nicht. Okay, jetzt bin ich wieder offiziell Türkenkiller. Was? Türkenkiller? Alter, was hörst du? Ja, bist du ein Rassist. Aber ich darf was gegen Franzosen haben, ja? Jeder darf das. Wurde zwar gemobbt gegen Franzosen? Nein, aber ich hatte Französisch in der Schule.
Ah, ja, natürlich. Guter Grund. Und ihr dürft was gegen Lateiner haben. Ja, leider sind die schon ausgestorben. Tja. Scheißre würde ich das mal nennen, oder? Ja, wir haben jetzt hier der Crimtech. Alten Sack. Gegen den können wir uns ja wieder verschwören. LOL. Habe ich den jetzt gekillt? Nein, hast du nicht. Doch, ich hatte den gekillt. Aha, er schießt einfach random mit der Shotgun. Trifft nicht. Oh ja. Übrigens, Crimtech ist wieder so ein Premium-Noob. Also echt. Da wir aber so verkackt. Wir haben von fast gewollt wieder auf nur einen kleinen Vorteil. Ja. Also müssen wir das jetzt mit dem Auto ausmachen? Nein, wir müssen jetzt wegfahren, wir dürfen jetzt nicht mehr sterben. Ja, aber ich glaube, da wird uns Alexa einen Strich durch die Rechnung machen. Do not die. Nein! Fick die Henne. Okay. Ja! Yay! Ich bin immer noch Level 8. Lächerlich. So, dann machen wir jetzt einen kurzen Schnitt. Ganz kurzer Break, genau. Okay, jo. Also bis gleich. Gleich. Aufnahme. So, da sind wir wieder. Zurück in APB. Und zurück mit... Jan. Zwei Leuten, ja, mit mir. Mit Arne und mit Nils. Die Namen sagen euch jetzt wahrscheinlich nichts. Also wir können es ja nochmal alle vorstellen mit YouTube-Namen. Also GBR Tutorial, The Critical Man und Armon616. Da ist derjenige, der gerade unser Kopfgeld gestohlen hat. Oh Gott, oh Gott. Ja, da waren zwei Kopfgeldtypen und beide sind ungefähr in der gleichen Sekunde gestorben. Oh. Ja. Ja, Autos können sehr wohl explodieren. Nils, was soll ich sagen? Ja, Sekunde. Ich will. Aber jetzt, wenn wir jetzt noch einmal ihn haben würden, würde sein Wagen explodieren. Also, ich als Teamkiller muss das natürlich nutzen. Oh Gott! Das war so klar. Okay, wir sind ready. Yo. Super! Hui! Warte, das macht man ganz unrandy. Wir kommen dich schon abholen. Irgendwie. Hey, was nimmst du denn jetzt? Wir können einfach Leuten die Deckung stehlen, aber so gemeint sind wir nicht. Was nimmst du denn jetzt? Du kannst auch einfach Feldversorger machen. Feldversorger. Dämm dich jetzt ein. Nein, verdammt. So, naja, wollt ihr mich nicht abholen? Bist du bitte gespawnt? Weiß ich nicht. Ah, hinten ist jemand mit Kopfgeld. Er ist wichtiger. Danke. Okay, so ich guck mal auf der Map. Ich kann dich gar nicht auf der Map entdecken. Ach doch, da oben bei Grissom. Ich kann den aber nicht.